Anne Krüger-Degener ist nicht nur Schäferin. Apple, lie down. Du bist ja ein Knaller, du. Du bist ein kleiner Knaller. Bist du das süßeste Lamm in diesem Jahr? Ich glaub's schon, ne? Sie ist auch Tiertrainerin. Du hast den Namen gesagt? Ja. Und sie hat nicht reagiert. Mit Kommunikation und viel Geduld bringt sie Tieren Erstaunliches bei. Und das ohne Leckerli. Ablegen. Oh, super. Melle in Niedersachsen. Hier liegt der Hof von Tiertrainerin Anne Krüger-Degener. In dieser Saison hat sie sich ein Projekt mit einer ganz besonderen Reiterin und ihrem Pferd vorgenommen. Ja, das wisst ihr schon, ne? Dass es jetzt rausgeht. Doch bevor sie mit dem außergewöhnlichen Training startet, muss sie ihre trächtigen Schafe versorgen. Die wollen auch raus. Denen ist das hier dann tags lie down, tagsüber zu warm und die müssen sich auch bewegen dürfen. Das sind keine Stubenhocker, meine Schafe. Vor 22 Jahren hat sich Anne Krüger-Degener ihren landwirtschaftlichen Betrieb mit der Schäferei aufgebaut. Gefahren und Schwertransport. Dicke Morkels. Oh, Wahnsinn. Also eigentlich wollte ich werden wie James Herriot, der Doktor und das liebe Vieh. Genau dasselbe mit dem Land Rover über Land fahren und kranke Tiere gesund machen. Und habe dann Abitur gemacht und das große Latinum und so weiter. Und dann habe ich festgestellt, dass es viel, viel schöner ist, mit gesunden Tieren zu leben als von den Kranken. Weil ich eben in der Landwirtschaft dann erstmal gelernt habe, um zu wissen, mit wem ich dann nachher auch arbeite. Durch die Arbeit in der Schäferei hat sie auch ihre Liebe zu Hütehunden entdeckt. Ihr Wissen gibt Anne Krüger-Degener nun in ihrer Tierschule weiter. Neben Hunden bildet sie dort auch Pferde aus. Mit Dressurreiterin Jana Regenbrecht will sie eine ganz besondere Übung trainieren. Ich hatte eben einen Reitunfall und bei dem Reitunfall wurden meine Stiefel nicht kaputtgeschnitten. Und das war auch dann der Unfall, dann wurde ich operiert und alles. Aber als ich wieder wach geworden bin, die erste Frage an meine Mutter, ob denn die Stiefel noch heile sind, meine heißgeliebten Reitstiefel. Und als sie gesagt hat, ja, die stehen heile im Keller, da war für mich eigentlich auch klar, ich möchte unbedingt wieder reiten. Mit meinem Pferd Selma bin ich auch ganz aktiv im Parasport. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist das selbe Aufsteigen. Und dafür bin ich jetzt hier. Und das übe ich mit Anne, damit Selma mir so entgegenkommt, dass ich alleine aufsteigen kann. Heute gilt es, die Bewegungsabläufe zu erlernen. Zunächst auf Annes erfahrenem Hengst Fürstenkind. Der hat das Herz sowas von am rechten Fleck. Tut uns jeden Gefallen. Ist auch so ausgebildet, wie wir eben Pferde ausbilden. Und macht das total schön. Wir lieben ihn abgöttisch. Fürstelein, ich hol mal deinen Sattel. Hengste wie Fürstenkind sind oftmals sehr temperamentvoll. Doch durch ihr Training weiß Anne, dass sie sich auch bei diesem besonderen Projekt auf ihn verlassen kann. Also am meisten habe ich dich bei deinem Sportprogramm beneidet. Das würde mir auch mal gut tun. Jana macht unglaublich intensiv tollen Sport bei diesem Ambulantikum. Und da habe ich gedacht, boah, wenn ich das so könnte, das wäre schon der Hammer. Und hatte dann das Gefühl, das wäre vielleicht ganz gut, wenn bei einem Menschen, der so selbstständig sein möchte, der letzte Schritt der Selbstständigkeit auch noch erreicht werden könnte. Nämlich, wenn das Pferd sich hinlegt. Und habe gedacht, vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Fürs Aufsteigen, ne, Jana? Genau. Ich würde sagen, wenn ein Pferd sich hinlegt und liegen bleibt, während jemand wie ich da dran auch ein bisschen zieht und sich da eben dann drauf bewegt, das ist schon so der größte Vertrauensbeweis, den man da eigentlich bekommen kann. Ja. Das Hinlegen, wenn Pferde das erlernen, dann lernen sie das aus einem geregelten Schulen eines natürlichen Bewegungsablaufes. Das lernen sie nicht unter Zwang. Aber es muss doch abgesichert sein, sonst könnte ich das jetzt hier nicht machen, was ich vorhabe. Jetzt fährst du hier hin, halt, brrr, Fürsti. Da ist er jetzt noch durcheinander, weil er immer auf mich hört. Und hol den einmal vor. Und an und halt. Brrrt. Er braucht einen kleinen Moment, bis er liegt. Ja. Okay? Mhm. Ich bin hinter dir. Okay. Wenn irgendwas ist, bin ich da. Alles klar. Okay? Fürstenkind. Und ablegen. Und ablegen. Ablegen. Und ablegen. Ablegen. Und ablegen. 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 Oh, super. Und jetzt gehst du hier rüber. Damit Jana sicher aufsteigen kann, sorgt Anne dafür, dass Fürstenkind ruhig bleibt. Super. Wichtig dabei, Körperkontakt.
Der entspannt das Pferd und stärkt das Vertrauen. Dass hier Ruhe ist, dass wir Zeit haben. Das ist das Einzige, worum es geht. Annes Arbeitsprinzip, ganz viel loben. Sehr gut, klasse gemacht, ganz gut. Zack, schon um. Alles gut hier, ja, ne? Ja, gut so. So schön. Was dank Annes Ausbildung mit Fürstenkind schon klappt, will Jana auch mit ihrem eigenen Pferd Selma bei ihr lernen. Wichtig ist, dass Jana sich damit sicher und wohl fühlt und von Fürstenkind lernen kann. Und ich will es der Selma wohl versuchen zu erklären, dass sie es auch mal so macht. Und dann wäre das toll, wenn die beiden so dass sie mit ihrem eigenen Pferd diesen Weg so gehen kann. Dass sie da ganz unabhängig und selbstständig wird. Und ablegen. In den nächsten Wochen will Anne gemeinsam mit Jana und deren Pferd Selma das Ablegen und selbstständige Aufsitzen trainieren. Super! Sollte uns hier gleich alle liegen. Super gemacht! Gut gemacht. Klasse. Den Stock gibst du mir als erstes, den Stock weg. Im Schafstall. Jetzt im Frühjahr sind auch die Lämmer da. Ich behaupte, jede Lammzeit, das ist jetzt die aufregendste Lammzeit überhaupt. Und das ist überhaupt die schönste Jahreszeit im ganzen Jahr. Anne kontrolliert die Tiere mehrmals täglich. Und ich muss sagen, ich bin schockverliebt in dieses kleine Geschöpf hier. Guck mal hier, mein kleines. Ja. Das ist so ein wahnsinnig hübsches, kleines Wesen. Du, du bist, glaube ich, schon das süßeste Lamm in diesem Jahr. Oder ich weiß nicht genau, vielleicht ist ja auch dies das süßeste Lamm in diesem Jahr. Das könnte auch sein. Bist du das süßeste Lamm in diesem Jahr? Ich glaube schon, ne? Du, jetzt deine Mami, ne? Schnell wieder zu Mami zurück. Ja, ihr müsst keine Sorge haben. Ich nehme euch niemanden weg. Das ist dein dicker Bruder, ne? Ich hatte auch dicke Brüder. So. In den ersten Tagen nach der Geburt sind die Lämmer noch sehr anfällig. Etwas, was ich für meine gesamte Arbeit mit Tieren gelernt habe, habe ich von den Schafen. Und das, was Schafe können, ist das Bindungssystem aufbauen und uns Menschen erklären, wie wichtig Mütterlichkeit und auch das Bindungssystem ist. Wenn ich mit einem Pferd arbeite oder mit einem Hund arbeite, muss ich zunächst einmal an diesem Bindungssystem arbeiten. Denn nur mit einem stabilen Bindungssystem kann ich das Bedrohungssystem beruhigen und damit auch stressbelastbar und gesund werden. Und das ist einfach eins der Geheimnisse der Schafe für uns Menschen. Das will sie auch in ihrer Tierschule vermitteln. Am Hühnerstall warten Annes nächste Schüler. Der 4 Monate alte Irish Terrier Feli und seine Besitzerin Kerstin Lühring. Die junge Hündin ist noch schnell abgelenkt. Deshalb stehen heute die Lektionen aufmerksames Zuhören und Folgen auf dem Stundenplan. Annes Hühner. Erschwerte Bedingungen beim Unterricht. Habt ihr schon die Hühner inspiziert? Die haben wir inspiziert und sie ist auch ganz neugierig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also irgendwie findet sie es ganz toll. Das ist ja auch was für die kleine Terriermaus. Ja. Das ist genau das Richtige, nach deinem Geschmack wäre das. Ne? Wollen wir ein bisschen üben? Ja, gerne. Okay, wenn du magst, dann lädst du sie einmal ein. Feli? Ah, Feli? Nein, nein, nein. Jawohl, jawohl, Schnuckel. Jawohl. Du hast den Namen gesagt? Ja. Und sie hat nicht reagiert? Okay. Kerstin, das ist nicht schlimm, das geht anderen Leuten auch so. Okay. Ja. Das heißt, wenn sie nicht reagiert, bleib ganz ruhig. Mhm. Sag nicht nochmal den Namen. Okay. Sondern fang sofort ganz ruhig, freundlich an zu stören. Nein, 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 nein. Mhm. Bis die Störung angekommen ist. Und dann lädst du sie nochmal ein. Okay. Ja? Nur einmal den Namen, dann die Störung, nochmal den Namen. Feli? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Feli? Das hast du richtig gut gemacht. Jawohl. Hast du richtig gut gemacht, jawohl. Kerstin. Danke. Ja, und jetzt mal ein bisschen Spiel und Spaß mit meiner kleinen roten Zora hier. Das ist ja alles so neu. Die Strategie, nur Tiere, die sich wohlfühlen, arbeiten auch gerne mit. Ja, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir im Unterricht ganz viel Spielelemente reinbringen, den Hund zum Lachen bringen. Aber immer zum Menschen hin, in den Bezug zum Menschen hin. Und wenn wir das in die Ansprechbarkeit einbauen, ist es den Hunden relativ leicht, nach Hause zu kommen, in die Heimat Mensch einzutauchen. Und das ohne Leckerli, sondern mit viel Lob und eindeutigen körperlichen und akustischen Kommandos. Genau, gib ihr Orientierung. Prima, prima. Das hast du gut gemacht, prima. Kerstin. Prima. Jawohl. Aber sie hier mit den Hühnern. Ja, das ist so toll, schwierig. Es ist eine tolle Entwicklung. Auch Dankeschön. Jetzt, dein Hund sitzt da und wartet und sehr total gedicht cool. An der Leine. Ja. Dieses Sandwich, der Name,
Wenn nichts passiert, ist nicht schlimm, nicht dich aufregen, nicht ärgern. Ja. Dann einfach kurz stören, bis sie reagiert und dann wieder den Namen. Ich glaube, das Ziel, dass sie bald frei ist, ist nicht weit für dich. Okay. Das werden wir bald erreichen. Ein bisschen dauert es noch, halt sie bitte konsequenterweise an dieser Leine. Feli soll später so gut hören, dass sie Kerstin auch ohne Leine folgt. Am nächsten Morgen. Jana ist mit ihrer Stute Selma da. Unser Ziel wird nachher sein, dass Selma Jana immer weiter entgegenkommt und ihr auch ermöglicht, ganz selbstständig aufzusteigen. Vor 7 Jahren hatte Jana mit einem anderen Pferd den Reitunfall, durch den sie nur noch wenige Muskeln in den Beinen ansteuern kann. Anne übt heute zusammen mit der Stute die Basis für das spätere Ablegen. Denn nur wenn das klappt, kann Jana auch ohne Hilfe aufsteigen. Und Kompliment. Komm. Komm. So ist. Jawohl. Und auf. Bra. Ich arbeite an dem sogenannten Kompliment. Und das Kompliment ist das erstmal das Einknicken mit einem Bein, der erste kleine Schritt ins Ablegen. Und dann auch schon an dem Knien, das ist das zweite Bein, was runterkommt. Und bei der Selma ist es so, dass sie mir ihr letztes Vertrauen noch nicht gegeben hat. Das Wichtigste bei diesem ganzen Projekt ist Sicherheit. Ich muss das Einverständnis des Pferdes haben, das komplette Vertrauen und auch ein Stück weit Gehorsam, dass sie keine falschen Schritte tut, so dass Jana zu jedem Moment, den wir miteinander arbeiten, in Sicherheit ist. Und Kompliment. Dafür wiederholt Anne die Schritte immer wieder mit viel Geduld. Denn nur dann lernt Selma ihr zu vertrauen. So ist ablegen. Das war so ein Stück davor. Das war ein ganz kleines Stückchen noch, dann hättest du es gehabt. Jetzt soll Jana es mit Selma versuchen. Gut gemacht. Und sie natürlich auch. Okay, so. Ich würde sagen, wir machen jetzt das auf der linken Seite. Beginnst du auch mit dem Knien. Ja. Und auf der rechten Seite arbeiten wir das Kompliment. Das heißt, wenn sie jetzt auf der linken Seite ins Knien geht, ist das nicht schlimm? Ja. Da würde ich jetzt im Moment auf die Komplimentarbeit verzichten. Und an. Sie muss in deine Position. Das ist das, was wir eben gearbeitet haben. Das findet sich wieder. Sie muss in deine Position. Und halt. Und Kompliment. Bis Selma sich wirklich hinlegt, braucht sie noch Zeit. Gut. Und Kompliment. Und Kompliment. So. Ablegen. Super. Und ablegen. Und ablegen. So. Gut. Und an. Und an. Okay, der nächste Schritt wäre jetzt, dass sie Selma lernt, unten zu bleiben und nicht mehr selbstständig entscheidet, wann sie hochgeht. Und erst dann, denke ich, wird sie irgendwann verstehen, dass sie sich auch einfach hinlegen kann. Also wie gesagt, sie ist so ein ganz kurzes Stück davor. Sie lässt sich schon schön absacken im Körper und sie bleibt völlig entspannt. Das ist also völlig zwanglos für sie. Ja, für mich ist es einfach auch mega cool. Vor allem kommt ja dann auch noch dazu, dass ich zum Beispiel mit dem Rollstuhl im Sand nicht so fix bin, noch mal hier einen Schritt hinzumachen, um ihr zum Beispiel diese Tür außen zuzumachen, sondern die könnte mich schon richtig vernatzen, macht sie aber nicht. Natürlich probiert sie hier und da noch so ein paar Kleinigkeiten aus, aber wir sind ja auch noch im Lernprozess. Auf die Plätze. Nun wollen sie noch versuchen, ob Selma sich auch schon mit beiden Beinen hinkniet, wenn Jana im Sattel sitzt. Denn nur dann kann sie auch wieder selbstständig von Selma absteigen. Auch das geht wieder nur über den geregelten Bewegungsablauf. Sich ein bisschen länger lassen, die mehr Hals hat. Ablegen. Ablegen. Gut. Hoppala. Hoppala. Freundchen. Und da sieht man ganz deutlich, dass sie uns ihr Einverständnis nicht gibt. Sie ist noch nicht so weit. Ne? Sie hat da noch ein bisschen Not. Gleichgewicht ist ein Gleichgewichtsproblem. Und für mich ist es ein bisschen so, als wäre sie in Sorge, dass Jana in Not kommt da oben. Ich würde sagen, so lassen wir es stehen für heute für sie. Super. Sie hat alles gegeben, sie hat toll mitgearbeitet, sie hat sich immer wieder gesprächsbereit gezeigt. Und ich finde, du hast es mega toll gemacht. Dankeschön. So ein Löwenherz. Das ist unglaublich. Dann reite ich noch ein bisschen Schritt. Ja, beide sind ein Löwenherz. Sie haben dasselbe Herz. Denselben Herzschlag, würde ich sagen. Komm, ich gebe dir deinen Stock wieder. Super. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Anne es schafft, dass Selma sich ruhig ablegt. Musik.
Mai auf dem Degener Hof. Anne hat ein besonderes Training geplant. Mit dem jüngsten ihrer 8 Border Collies. Apple. Für Apple ist das heute das allererste Mal, dass sie so richtig im Betriebseinsatz ist. Mal gucken, wie sie sich macht. Also das hat sie auch noch nie gemacht. Schafe verladen. Hm. Hoffentlich klappt das. Die Hütehunde machen auch bei Annes Show mit, für die sie bundesweit bekannt ist. 3 Kilometer weiter. Diese 90 Kilo schweren Scottish Blackface-Böcke soll Apple heute alleine auf den Anhänger treiben. Apple? 1,5 Jahre ist Apple erst alt. Datteldu, Apple. Apple, Datteldu. Mit den jungen Hunden ist es immer wieder aufregend. Die ist unter Strom, die hat einen totalen Muskeltonus, richtig viel Adrenalin. Wow, die ist geflasht, die will jetzt los. Ja. Ich würde sagen, dann fangen wir auch mal an. Come by. Wee to me. Wee to me. Lie down. Anne hat für jeden ihrer Hunde eine eigene Sprache. Darin kombiniert sie eigene Wörter mit Signalen aus der Hütehund-Szene. Ihre Tiere sind so ausgebildet, dass sie auch ihre ganz leisen, feinen Signale verstehen. Ich fange erst mit dem jungen Hund mit der Stimme an, genauso wie in der Ausbildung. Später mache ich alles über Pfeife, weil ich ja auch mit den, auf den großen Flächen auf Riesendistanzen arbeite. Oder bei den Schafen jetzt zum Beispiel, wenn die so laut rufen wegen ihren Lämmern, dann komme ich mit meiner Stimme überhaupt nicht durch. Und ich will auch gar keinen Druck haben in der Stimme. Und mit der Pfeife kann ich immer sehr emotionsfreie Signale geben. Es beruhigt die Hunde ein bisschen. Ich schicke sie noch einmal gegen den Uhrzeigersinn. Und jetzt schicke ich sie mal mit dem Uhrzeigersinn. Annes Arbeit mit den Hütehunden ist auch international bekannt. 3-mal war sie schon erfolgreich bei Hütehund-Weltmeisterschaften dabei. Ich stelle mich jetzt neben den Anhänger und dann könnt ihr mir die Daumen halten, dass das alles gut geht. Ich habe meinen Backup-Hund hier liegen. Leider. 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 Yes! Leider und schon mal leider. Äppelchen! Hey, du kleine Maus! Apple, Apple, Apple! Kleine, du bist so mini. Du hast die ganzen großen Jungs verladen. Das hast du ganz alleine gemacht. Das war stark. Ja, das hat sie richtig gut gemacht. Also, das hat mich in der Tat sehr beeindruckt. Hätte ich nicht gedacht. Ja, und die ist so mini und so klein. Und die hat so viel Kraft und Mut und Standing. Das ist schon beeindruckend. Toller Hund. Yes. Am Nachmittag. Auf dem Gelände hinter dem Hof steht noch ein weiteres Hundetraining an. Alexandra Jahr ist leidenschaftliche Jägerin. Ist gut in der Spur, ne? Ja, sehr gut. Sie ist aus Hamburg gekommen, um mit Anne und ihrer jungen Hündin Ginger die Suche nach Gegenständen zu üben. Aus Alexandra, die hat Muskeln, das ist ein Traum. Ginger ist erst 12 Monate alt und soll später einmal eine erfolgreiche Jagdhündin werden. So, hier haben wir einen Holzstoß. Und das ist wahnsinnig schön, im Holzstoß mit jungen Hunden die Suche zu arbeiten. Diese vielen kleinen Fugen sind für den Hund total verwirrend. Ginger soll darin gleich ihr Spielzeug finden. Okay, wenn du magst, gibst du es mir einmal. Gerne. Richtig gut. Sitze. Sitze sehr slimy. Sehr slimy. Jetzt geht ihr mal um die Ecke. Ginger. So, Ginger. Sie soll ja nachher Enten finden, die sich hier, die unter diesen Schuss gefallen sind oder irgendwo im Gestrüpp und dranbleiben. Und das ist das, was ich gerne sehen möchte und was mir natürlich die Sicherheit gibt, dass wenn da was ist, wird der Hund es finden. Ich suche mir mal ein Versteck, mit dem sie wahrscheinlich gar nicht rechnet. Und wo sie auch ein bisschen mehr für tun muss. So. Na,
Das haben wir noch nie gemacht jetzt. Nee. Mit Fremd. So, gib ihr ein bisschen Zeit. Und such. Such schön. Hunde wie Ginger haben einen extrem guten Geruchssinn. Je nach Rasse und Länge der Schnauze verfügen sie über bis zu 300 Millionen Riechrezeptorzellen. Ja, gut. Wo ist es denn? Dennoch ist die Suche auf Annes Gelände wegen der zahlreichen Eindrücke und Gerüche eine Herausforderung für den jungen Red Fox Labrador Retriever. Ja, gut. Das war fantastisch. Gut. Das war fantastisch. Gut. Der Hund hat richtig exzellent gearbeitet. Das war fantastisch. Toll, oder? Ja. Also, das war. Und ich will einmal noch erklären, warum sie da hingegangen ist. Weil der Wind hat den Geruch genau von da genommen. Natürlich. Und hat ihn da hingetragen. Ja, ja. Ganz toll, ihr zwei. Seid sensationell. Sensationell! Danke. Sensationell! Du bist die Frau Supernase oder wie oder was? Was ist hier passiert? Was ist da passiert in den kleinen Kopf? Du kleines Getier. Ja. Wenn es so weitergeht, kann Ginger Alexandra bald zuverlässig bei der Jagd unterstützen. 8 Wochen später. Wollen wir los? Yes. Nehmen wir Scott, Apple und Coffee mit? Ja. Gemeinsam mit Ehemann Jan Degener hat Anne heute noch einiges vor. Jetzt im Sommer wollen sie ihre Herde mit den Mutterschafen und Lämmern umweiden. Ja, okay. Dass wir ein, zwei Backups haben. Genau, okay. Ne? Falls es schwierig wird. Ja, ist gut. Ja. Okay, dann sortiere ich die Kollegen hier mal weg. Ja. Hunde, kommt. 2 Kilometer weiter. Für den Umtrieb der Herde haben sie nicht nur ihre erfahrenen Hunde mitgebracht, sondern auch die junge Apple. Jeder Umtrieb ist eine Herausforderung. Und dieses Mal haben wir Apple mit dabei. Das muss man ein bisschen herausfinden, wie sie zurechtkommt, wie sie sich orientieren kann. Und dann sind wir direkt neben den Bahngleisen. Und das macht bei so einer Schäferin immer ein bisschen Herzrasen, weil natürlich A, der Straßenverkehr sicher sein muss, aber wir die Herde wirklich im Griff haben müssen. Die Herde mit mehr als 100 Tieren wollen sie jetzt mit Hilfe ihrer Hunde 1 Kilometer weiter auf die neue Weide umtreiben. Damit die Aktion für die Tiere wirklich sicher und möglichst stressfrei abläuft, ist auch Tochter Carla dabei. Seit sie ein Kind ist, hilft die 17-jährige Schülerin im Betrieb mit. Lie down. Go hard. Lie down. Go hard. Go hard. Jetzt kommen die schönen Vorgärten, die wir sehr gerne unversehrt lassen würden. Und ja, das ist erstmal, worauf wir achten. Da vorne kommt gleich eine Kreuzung. Und dann müssen wir gleich nach rechts. Und da ist es oft gefährlich, weil die Schafe dann anfangen zu kreiseln. Die Tiere könnten aus der Spur kommen, was mitten in einem Wohngebiet mit Straßen, Autos und angrenzenden Bahngleisen gefährlich werden könnte. Knaller, du. Du bist ein kleiner Knaller. Gut gemacht, Apple. Ja, du Backfisch. Bleib mal schön bei mir. Apple macht das richtig gut. Also, das ist wirklich das allererste Mal, dass sie das jetzt macht. Und hört super zu. Und das ist wirklich nochmal was ganz anderes für die jungen Hunde, ne? Weil es auch noch ganz andere Reize sind. Und auch die Lautstärke von den Schafen ist nochmal anders. Und auch die Anspannung spüren die ja auch. Und nee, das nutzt sie aber nicht aus. Macht sie sehr brav. Nach 20 Minuten Ankunft an der neuen Weide. Hier haben die Mutterschafe nun wieder genug frisches Gras, um ihre Lämmer weiter gesund großzuziehen. Und Apple? Anfangs hatte ich mit Apple ganz gut zu tun und dann hat sie sich eingegruft und hat tatsächlich so auch ihre Fähigkeiten entdeckt. Oh, mein Mäuslein, du hast aber alles gegeben, ne? Du hast alles gegeben, ne? Du bist fix und gar. Oh. Ende Juli. Neuss in Nordrhein-Westfalen. Hier trifft sich in diesem Jahr die internationale Reiterszene zur Reitsportmesse.
Seit über 10 Jahren ist Anne mit ihrer Familie und ihren Tieren fester Bestandteil des Showprogramms. Für sie immer etwas Besonderes. Mein Aufregungspegel in einer Skala von 1 bis 10 ist jetzt bei 12. Ihr erster großer Auftritt seit Beginn der Corona-Pandemie. In diesem Jahr sind auch Annes Schüler wie Jana mit dabei. Und auch Annes Border Collies sollen ihr Können mitten im Getümmel zeigen. Von ihrem Wallach aus dirigiert sie ihre Hunde nur durch akustische Signale über den Platz. Und schließlich sogar unter ihren Pferden hindurch. Ein großer Vertrauensbeweis der Pferde, die Ziegen mit ihren langen Hörnern unter ihrem empfindlichen Bauch durchzulassen. Mein Konzept zeigt, dass Mensch und Tier dieselbe Sprache sprechen. Und mein Konzept zeigt, dass wir Tiere schöner werden lassen wollen, dass sie prächtig sind, dass sie mit Umweltreizen klarkommen, dass sie das lernen. Und dass sie lernen, mit dem Menschen im Team zu arbeiten. Und das war eine tolle Teamleistung. An der Teamarbeit will sie weiterarbeiten. Jana und Selma sind wieder da. In den vergangenen Wochen hat Anne weiter mit der Stute am Ablegen gearbeitet. Heute soll Jana mit ihrem Pferd trainieren. Touchier mal das linke Bein. Und ablegen. Und ablegen. Lass es nicht wieder runter. Und ablegen. Und ablegen. Ja. Und ablegen. Das Knien klappt, aber das sogenannte Ablegen ist für die Stute noch schwierig. Alles gut. Das machen wir einfach noch einmal. Das darf sie. Sie muss wissen, dass sie jeden Moment wieder hoch darf. Ja. Du machst es genau richtig. So. Ich übernehme jetzt mal den Strick. Ja. So ist richtig. So. Gut. Genau. Ja, ja. Jetzt bietet sie es schon an. Selma. Und ablegen. 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 Du bist echt ein Löwenherz. Und ablegen. Oh. Das ist dann immer der Moment, wo ich nicht hinterherkomme. Shit. Noch einmal. Und ablegen. Jana muss sich und das Pferd wieder in die richtige Position bringen. Denn nur wenn sie richtig steht, weiß das Pferd, was es tun soll. Ablegen. Ablegen. Ja, denke. Ja, 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 ja. Ablegen. Jawohl! Jana, toll! Gut! Klasse! Da hast du aber gut nachgedacht! So gut nachgedacht! Jawohl! Jawohl! Das ist echt schön! Der erste große Schritt ist getan. Aber es klappt noch nicht so wie geplant. Hier müssen wir nur Geduld miteinander haben und ruhig bleiben und wiederholen und wiederholen. Und bald wird es so sein, dass Jana Selma rufen kann und sagen kann, ablegen. Und dann wird sie sich hinlegen und dann kann sie in aller Seelenruhe aufsteigen. Deine Jana, ne? Wann das soweit ist, sagt Anne, hängt vor allem von Selma ab.